Ja, das da oben können wir einen Anspruch machen. Also die wollen echt, dass wir Krieg führen. Ich wollte es jetzt mal kurz ein bisschen langsamer angehen, aber... Okay, bleibt mal ruhig. Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crusader Kings 3. Ja, die erste Folge war schon sehr spektakulär. Wir haben unseren Sohn verloren, wir haben Land erobert. Und ja, das ist etwas, ist nicht so ganz wie geplant verlaufen. Unser neuer Nachfolger ist der Björn. Was hat denn der hier für Attribute? Ehrlich, religiöser Eifer, nachdenklich, Lispler. Das ist jetzt nicht so ganz so geil. Das ist jetzt nicht so ganz so geil. Minus 2 Diplomatie und minus 5. Meinung über Charakter mit Eigenschaft. Lifler plus 10. Ja gut, ist klar. Ausbildungsschwerpunkt. Verwaltung hat der Typ hier bekommen. Kriegsführungs-, Henkerspielbildungs-, hier kann man jetzt alles machen. Jetzt kann ich hier sozusagen den Schwerpunkt überall verändern. Er hat jetzt Verwaltung gehabt, ne? Aber wir sind Wikinger, da müssen wir eigentlich mehr auf Kriegsführung gehen. Ganz ehrlich. Mach ich mal Schwerpunkt auswählen. Können wir den jetzt hier irgendwie noch was geben oder so ähnlich? Nicht, oder? Kubine finden. Kind unterrichten, doch. Rechts Mausklick können wir Kind unterrichten. Uch. Nee. Vormund. Empfänger wäre jetzt. Achso, wir haben. Wir haben Gesundheit. Kann ich jetzt nicht einfach den da unterrichten? Weil er ist ja eh in meiner Linie. Wenn ich jetzt hier rechts Mausklick mache, geht nicht. Wenn ich jetzt hier. Kind unterrichten. Großeltern. Ja, das stimmt. Wir sind jetzt hier Großpapa. Wenn ich jetzt hier unten... Hier wird er nicht aufgeführt. Geschwister. Wird hier. Titel vergeben. Zwei weitere. Enterben, denunzieren. Das mache ich jetzt mal nicht. Erstmal noch nicht. Vielleicht kriegen wir noch einen besseren. Hust, hust. Wissen wir ja nicht. Ich will nicht böse sein. Wir sind im Mittelalter. Oh, noch ein bisschen früher Wikinger-Zeit, Alter. Ja gut, leider. Passt schon, passt schon. Lustig, dass ich, wenn ich hier drin bin, persönlich Kind unterrichten. Empfänger. Vormund. Jetzt kann ich aber jetzt nicht hier den Ding da auswählen. Okay, das ist schade. Sie hat jetzt keinen Ehepartner mehr. Also das war ja unser Sohn. Ja, gut. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wie sie jetzt hier alles weiterentwickelt, bevor ich jetzt mich hier weiter verschaller. Okay. Gut, weg und weg und weg. Okay, insgesamt konnten wir unser Reich ein bisschen vergrößern. Wir haben ein bisschen Geld hier. Das Ding ist, wir haben jetzt hier unsere schöne, schöne Stadt. Können wir diese Stadt hier, Beziehungen hoch, Vasallen? Vasallen. Jetzt drücke ich nochmal ganz kurz auf Stopp, sorry. Vasallen. Wir haben ein paar Vasallen. Huch. Vasallen, haben wir 6 Stück. Wir haben ihn hier, der da drüben und der da oben. Interessant wäre wahrscheinlich noch der Anspruch hier da oben und vielleicht auch noch der da, aber ich glaube, da war nur das mittlere Land oder das hier. Also wäre dann nur das Interessanteste das Land hier. Wenn wir noch einen Krieg führen sollten. Aber ich gucke jetzt hier nochmal. Hier, plus. Jetzt können wir hier Sachen neu bauen.
100 plus Aufgebote, weil wir müssen unsere Zeug wirklich verteidigen können. Versammlungshallen, Märkte. Profit wäre echt gut, aber ich mach mal erstmal hier Palisadenwall. Weil, mehr Schutz ist gut. Dann würde ich aber auch sagen müssen, das ist, der läuft einfach durch mein Land durch. Alles klar. Lass mal kurz ein bisschen Zeit verstreichen, dass ja auch hier oben die ganzen Leute alles. Was war das jetzt? Sieg. Ja, das war. Das da hier. Was haben wir jetzt hier? 5 Adeligen. Ist jetzt Pause. Gut. Gucken wir mal. 5 Adeligen haben wir hier. Titel können vergeben werden, haben wir aber noch kein Geld. Blöd. Bündnisse aushandeln. Wechselseitiges Bündnis. Geht ein wechselseitiges Bündnis. Von Dublin. Von Dublin. Mhm. Und wo bist du her? Auch von da drüben. Bündnisse sind zwischen zwei Charakteren. Da sind. Na gut, das sind jetzt nicht so die Barbos, ne, wa? Aber man könnte seinen Einfluss dann da drüben etwas ausbauen. Das Dumme ist aber, wenn die Kacke bauen, ziehen die mich mehr rein. Wenig Kontrolle in den Gemeinden. Jetzt haben wir das da und meine eigene. Wenig Kontrolle, okay. Steuer 0? Überschritten ist, verstehe. Wenige Ball, da gucke ich mal kurz. Rat. Ich habe wenig Gewalt in meinen Dingern hier. Mehr Kontrolle in den Gemeinden. Linksklick auf Ort. Normalerweise wäre es schlauer, wenn wir. Derzeitige Aufgabe, mehr Kontrolle von meinen. Und wir brauchen mehr Kontrolle. Ja, jetzt habe ich jetzt hier. Gemeindemeinung geht verloren. Gemeindemeinung erhöht sich. Wir lassen das jetzt hier erstmal kurz. Play. Sammelpunkt können wir hier machen. Lassen jetzt erstmal ein paar Tage nochmal was streichen. Ja, das da oben können wir einen Anspruch machen. Also die wollen echt, dass wir Krieg führen. Ich wollte es jetzt mal kurz ein bisschen langsamer angehen, aber okay, bleibt mal ruhig. Ja gut, dann würde ich mal sagen, der Bobby da oben, wir müssen erstmal den jetzt hier aus dem Weg schaffen. Was sein können wir direkt anbieten, aber das wird er wohl kaum machen. Krieg erklären. Grafschaft erobern. Krieg erklären machen wir mal. Wir sind Wikinger! Dann hier müssen wir hier mal unsere Armee ausheben. Mit der ziehen wir dann erstmal gen Norden und dann machen wir hier unsere Ansprüche nochmal geltend. Alle her, Männer! Für euren König! Okay, hier wird ja noch kräftig gebaut, oder? Ja, hier wird noch kräftig gebaut. Die werden vermutlich zuerst zuschlagen, weil da direkt eine Stadt nebenan ist, ne? Aber ich schicke mal unsere Leute auf jeden Fall nach da oben. Und drück mal vielleicht auf Play. Gut, unsere Leute gehen hier los. Minus 0,0. Korruption gesenkt. Das ist gut. Korruption gesenkt. Dann mache ich nochmal ganz kurz hier Rat. Aufgebote organisieren. Stelle ich mal hier um.
Der ist schon auf Geld. Mehr können wir da nicht machen. Und wieder Play. Hier geht mal gen Norden. 0 auf 0, das ist nicht geil, aber wird hoffentlich was bringen. Denn je mehr wir gleich von Anfang an klarstellen, dass es unser Zeug ist, ne? Desto besser. Irgendwie hier ist gar keiner, alles klar. Gut, dann belagere ich halt so mal die Stadt, ne? Da spur mir mal ein bisschen. Schuppilupp. Oh, oh, oh. Da kam schnell einer hergerast. Wertvollen Harry gefangen genommen. Das klingt gut. Und wir können direkt hier unsere Forderungen geltend machen, weil wir... Wir haben den Harry selber gefangen genommen. Da habe ich jetzt ein bisschen zu schnell gespult. Tut mir leid. Forderung erzwingen und... Blub. So sei es. Okay. Das war doch schon mal gut. Jetzt können wir hier wieder alle auflösen. Das machen wir direkt mal. Und wir drücken mal Play. Unsere Macht haben wir auch noch mal ein bisschen... Ne, 1500 haben wir nicht. 1600? Ja gut, aktuell ist ja eh bei uns etwas kritisch. Da lasse ich jetzt lieber mal ein bisschen Zeit in die Lande ziehen. Upland. Kann ich Upland... Habe ich doch umgenannt, oder nicht? Moment mal, da passt was nicht. Da weiter heißt es Upland. Speichern. Mal hier speichern. Ich habe es doch umbenannt, das heißt Valhalla. Upland. Erstmal hier können wir einen Punkt freigeben. Wohl überlegt, zum Freischalten hier klicken. Patriarch, erlaucht, Diplomat, klingt vielleicht auch gut. Komplottstärke plus 30. Monatliches Prestige, Schrecken plus 1. Ein und Zusage, sich geschenkt, schicken 100%. Wir machen mal feste Hand, freischalten. Moment, jetzt muss ich mal hier gucken. Na war? Mich ärgert es, dass wir jetzt den jetzt hier nicht unterrichten können, ne? Kind unterrichten. Ah doch, jetzt. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht vorher ging. Das Kind machen wir hier. Und Vorschlag abschicken, weil der ist aktuell ja unser Thronerbe. Da machen wir erstmal das. Ich glaube, der ist besser, wenn ich den hier das zuweise. Gut. Haben wir das gelöst, das Problem? Wie gesagt, sorry, wenn ich ein bisschen zu doof bin oder so ähnlich, aber... Wie bitte? Da war doch Lösegeld gestanden. Das habe ich doch genau gesehen. Wir bleiben mal kurz bei Pause. Für 50 Gold. Schwaches Druckmittel. Mein Gold, ey. Für 10 Gold. Bezahlt Auswirkungen auf Häuptlinge. Machen wir mal gefangen. Gefallen. Sich einkerkern. Ja, geht halt nicht, ne? Ich kann halt nichts machen, das ist kacke. Wir haben jetzt echt wenig Optionen. Das nervt mich ein bisschen. Das nervt mich ein bisschen.
Haben wir das da. Das kann ich momentan nicht machen. Das ist halt kacke. Da wir jetzt wenig Kontrolle haben momentan. Wupp, was ist jetzt passiert? Druckmittel erhalten. Zeig mein Lernangebot. Löse Geld an und hoffe. Ein gutes Geschäft. Ein Druckmittel ist immer eine gute Sache. Du kämpfst doch einfach mein Land, alles klar. Okay, machen wir hier die ganzen Sachen weg hier oben. Sieg auch weg. So. Mal speichern hier. Ist die Mauer auch mal hier fertig? Ein Jahr noch, dann ist es fertig. Weil das brauchen wir unbedingt auf jeden Fall hier die Mauer. Wir müssen noch ein bisschen warten. Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Das ist leider das Traurige. Spuren wir noch ein bisschen. September, Oktober, November. Die Palisade wurde errichtet. Das klingt schon mal gut. Jetzt haben wir hier oben ein größeres Aufgebot. Wir müssten auch gleich. Seid gegrüßt, meine Lehnsherr. Ich lade euch hier mit zum Festmahl. Okay. Machen wir mal ja. Herzliche Grüße, bla bla. Ich freue mich drauf. Kein Effekt. Toll. 0,5, 0,1. Welch ein schöner Abend. Machen wir kurz mal Stopp. Hier plus 100 Zuwachs wäre geil. Kontrolle Zuwachs, die müsste ich eigentlich errichten, ganz ehrlich. Märkte, 5 Jahre würde das dauern, aber das brauchen wir halt. Wir brauchen Kontrolle und Zuwachs. Play. Rad. Hatte interessantes Gespräch. Ja, red halt einfach mal weiter. Ich glaube, da tue ich mich aber selber gerade wieder ins den Arsch schießen. Zuwachs erhöht Entwicklung um 1. Ich mach mal. Lass das jetzt mal. Leute unterstützen. Okay. Ratschlagkultur. Ah ja. Ratschlagkultur. Hätte ich vielleicht mal durchlesen sollen. Vermutlich etwas 70 Jahre entdeckt. Ja, toll. Haben wir irgendwas, was bei mir entdeckt wird? Meine Lebzeiten? Etwa 480 Jahre, das stand doch auch was anderes. Vermutlich etwa 4. Also sowas hier. Spätmittelalter. Wir sind jetzt noch im Stammesepoche. Dann kommt Frühmittelalter. Also wir sind auch kurz vorm Frühmittelalter. Okay. Wir sind ja in der Wikingerzeit. Diplomatievorzug verfügbar. Das klingt toll. Das klingt toll. Pro Ritter 2%. Freischalten. Meinungszuwachs von Geschenk 100%. Das ist schon geil. Das ist geil. Mach mal das. Versprochen ist versprochen. Jetzt mach den Runde-Eid, den ich geschworen habe.
Das war nur Gefasel natürlich. Ihr verliert Anspannung minus 22, das ist gut. Ja, das ist ja links, ist hier noch unser Geisteszustand. Ganz vergessen zu erwähnen. 1300 Leutchen sind wir jetzt schon wieder. Das sieht doch recht akzeptabel aus. Titel können geschaffen werden. Ihr könnt einkerkern. Nö, kann ich irgendwie nicht, weil ich nichts gegen ihn habe. Okay, ich muss mir das nochmal genauer angucken, alles. Natürlich. Okay, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier die etwas runter reduzieren, weil wir haben zu viel Land. Es kann auch sein, dass deswegen unser Zeug, also dass die etwas sind, ne? Können wir hier jetzt, ja, das gehört mir direkt. Könnte ich das jetzt aber einen anderen jetzt hier geben? Vergeben an. Ich könnte das auch theoretisch an Björn direkt vergeben. Erbe und Mittel von uns, ne? Das könnte ich auch theoretisch machen. Ob es sinnig wäre, ist jetzt die Frage, ne, wa? Ich gebe es jetzt einfach mal. Brillante Strategie. Gebe es jetzt einfach mal dich. Titel vergeben. 4 von 3. Normalerweise müssten wir jetzt noch ein Land verschachteln, auf jeden Fall. Wie weit ist denn jetzt eigentlich die Meinung? Plus 100 ist schon, okay. Weil das Ding ist, wir wollen ja trotzdem so viel wie möglich Macht selber behalten, aber wenn wir, dann sind halt die Leute ein bisschen aufständisch, wenn wir zu viel haben. Was machen wir da also? Wir machen, wo war das jetzt? Sorry, Stamm ist alles Domäne. Wir haben da jetzt ein paar. Wir haben das ist unseres, das direkt unseres und das da. 1, 2 und 3. Das sind direkt unsere. Die hier könnten wir vergeben. Die hier könnten wir vergeben. Vergeben an. Ist jetzt die Frage, was? Brillante Strategie ist immer geil eigentlich, aber ich will ja so viel direkte Kontrolle haben wie nur möglich. Ich weiß nicht, ob es schlau wäre, an meinen kleinen Harry da was zu geben oder nicht, ne? Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das so schlau wäre. Hat Folge auf den Anspruch und den Titel. Was hat der hier? Flüchtiger Schatten. Ah, ich glaube, wir geben das jetzt hier, Nee, vergeben an mache ich hier. Ach, gebe es jetzt einfach mal ein Ihmchen hier. Titel vergeben. 3 von 3. Jetzt sollte es doch hier ein bisschen ruhiger dann zugehen in unseren Landen. Unser Aufgebot ist momentan etwas klein. Wir müssen da warten. 63 pro Monat, das sieht gut aus. Mein treuer Onkel, wunderbare Neuigkeiten. Wir warten jetzt hier mal ein bisschen ab, bis jetzt das da hier oben ein bisschen mehr wird. Vielleicht mache ich mal kurz tschak, 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 tschak. Unglaubliche Arbeit. Der Ding ist da drüben auch fast vorbei. Ich warte mal hier. Wir sind mal geduldig. Der geduldige Hase fängt den Wurm. Warum fängt der Hase den Wurm? Egal. Aber ihr wisst, wie der Spruch heißt. Speichern. Loyalität oder Angst? Ich werde meine bedingungslose Treue sichern.
Ihr erhaltet 20 Schrecken. Häuptling, Aufgabe. Verwundet. Verliert 20 Meinung zu euch. Wie viel Meinung hat er zu uns? 8. Das ist nicht toll, deswegen werde ich mal 10 Jahre lang großzügiger Lehnsherr machen. Der Harry rennt einfach durch mein Land durch, alles klar. Ja, renn doch hier einfach durch, ne? So ein Harry hier. Ah, schön, dass das jetzt endlich mal wieder hochgeht. Wahrscheinlich, ja, gut, das ist schön. Ist endlich weggegangen. Also endlich sind hier Ruhe eingekehrt. Endlich ist hier Ruhe eingekehrt, besser gesagt. Okay, hier wird gebaut, da wird gebaut. Ich lasse mal ein bisschen Zeit verstreichen, weil es wurde auch im Tutorial gesagt oder allgemein im Spiel gesagt, man soll nicht zu schnell wachsen. Und das machen wir auch nicht. Stetig wächst das Murmeltier, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, das war es dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge. Und ja, von dem her würde ich dann auch sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.